eine Setzmaschine kaufen können. Und wenn wir die dann haben, können wir natürlich auch endlich Bäume hier hinten pflanzen beim Sägewerk. Das wäre sinnvoller. Und wir können uns eigentlich auch unseren Kühen widmen. Apropos Kühe, wie geht's unseren Kühen eigentlich? Wir halten mal an, nachher liegen wir noch im Wasser. Wir gucken mal unsere Kühe an. Unseren Kühen geht es eigentlich relativ prächtig. 35%. Gülle machen sie auch schön voll. Ja, okay. Milchtank liegt bei ungefähr 500 Liter. Nicht wirklich sonderlich viel. Wir kaufen einfach mal, wenn wir nach der Setzmaschine kaufen wir dann auch mal wieder neue Traktoren. So, wir müssen hier weit ausholen. Schwupps rum da in der Kurve. Und ist das nicht eine geile Aussicht? Das ist doch ein Thumbnail wert. Das auch? Nee, das nicht. So rum vielleicht? So vielleicht, ne? So. Das sind doch Thumbnails wert, jetzt mal ehrlich. Das sind einfach so schöne Momente, die wir vielleicht immer sehen werden, aber andersrum auch wieder nicht sehen werden. Weil wir kommen hier selten lang. Wir sehen hier, was ist hier? Hier ist irgendeine Kacke verdorben. Scheiße gelaufen. Nee, wurde mal besät. Aber ist nichts drauf passiert. Oh, besät. Apropos besät. Sag mal, wie sieht das eigentlich aus mit Feld 38? Wo ist das? Ah, gut. Das ist nicht besät. Dann kann uns das ja eigentlich erstmal relativ wenig jucken. Hier ist unser Händler. Ich finde das auch mit den Blinkern. Das ist einfach mal richtig geil gemacht. Oh, ich habe gerade einen Grafikfehler gehabt. Aber der kommt hier echt schwierig hoch. Und die Maschine sieht verdammt dreckig aus. Aber Marcel wird sicherlich irgendwann mal bald den Hochdruckreiniger testen. Und wenn wir das Geld dafür haben, können wir ihn das mal gepflegt testen lassen. Die Frage ist jetzt auch, dieses Hackschnitzel, das ist ja dann halt ein Baum, der gesät gemacht worden ist. Wie viel bringt der uns rein? Bringt der mehr rein? Bringt der weniger rein? Ich weiß es noch nicht. Aber wir testen das Ganze. So, und das ist ja jetzt hier natürlich wieder die Kacke. Oh, jetzt sind wir hier vorüber gefahren. Okay. So, wir parken jetzt mal irgendwie am besten, ach genau, wir drehen einfach mal 180 Grad. Das klappt natürlich nicht, warum auch. Aber man sieht, Marcel hat das auch gemacht. Das ist immer das Doofe. Man sieht die Spuren auf dem Feld jetzt immer, wenn einer übers Feld gefahren ist, sieht man das Ganze. Ich finde es lustig. Ich finde es auf jeden Fall wirklich lustig. Sehr, sehr lustig sogar. Wir fahren jetzt hier rückwärts ran. Ich weiß gar nicht, wie weit rückwärts. Ich glaube, das reicht. Switchen um. Fahren die Dinger aus und heben den Greifarm. Jetzt wird es natürlich immer wieder ein bisschen lauter, weil ich habe jetzt nicht so eine. Ich arbeite alles hier. Meine Kamera ist, glaube ich, auch extremst dunkel gerade und ich will nicht zum Lichtschalter gehen. Ich bin viel zu voll. Das machen wir, wenn Marcel wieder da ist. Ah, genau. Wir müssen das rausfahren. So. Jetzt will ich nochmal was gucken. Ah, okay. Ah. Okay. Okay. Ich bin schon komplett mit dem Arm draußen. Das heißt, ob ich den jetzt bekomme, ist Glückssache oder nicht. Wir machen mal die Pforten auf. Ah, okay. Ich hätte ihn bekommen, hätte ich mich anders hingestellt.
Wir switchen mal hier kurz raus. Gehen mal hinten rein. Fahr noch mal ein Stück zurück. So. Gehen wieder raus. Switchen uns hinten rein. Wir sollten vielleicht auch mal die Beine ausklappen. Und jetzt können wir hier runter. Vielleicht noch ein Stück nach da. Und das Ding zuklappen. So, jetzt haben wir das. Und jetzt nehmen wir das Ding hoch. Haben wir ihn? Heben das Ding hoch. Ja, wir haben ihn. Oha. Das ist natürlich eine lange Rute hier, ne? Ich bin das noch nicht so gewohnt. Also ich kann das nicht. Man sieht, und Marcel, der macht das vielleicht mit einem Ruck oder so. Ich kann das ehrlich nicht. Ich weiß nicht, warum ich das nicht kann. Einfach zu doof für die Sache. Auf gut Deutsch gesagt. So, jetzt lassen wir das runter. Ich meine, solange es drauf ist, ist doch alles gut, oder nicht? Ich habe jetzt Marcel nie dabei zugeguckt. Aber für den Anfang nicht schlecht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wenn wir hier vorne diesen... Mich nerven hier gerade irgendwie meine Kabelsalate. Ich habe hier komischerweise... Nee, das nervt mich auch. So, ich habe hier so zigtausend von Kabel liegen. Aber dass dieser Baum hier von der Straße weg ist, machen wir jetzt mal eben, wir müssen es rausfahren. Wir müssen das Ding ein bisschen drehen. Wir müssen dann runtersetzen. Ein bisschen rausfahren. Runtersetzen. Kann man noch ein Stück nach da? Ja. So, jetzt fahren wir das Stück noch ein Stück raus. Wir gucken mal, wie weit wir rumkommen. Ah, okay. Das reicht schon. Wohl, anscheinend. So. Und jetzt greifen wir das Ding. Ha, geil. Aber ist trotzdem nicht meine Welt. Dann lasse ich alles lieber Marcel dann später machen. Und wir sehen nämlich hinten, macht der Ding da einen Abflug. So, wir drehen das Ding jetzt. Fahren das jetzt ein bisschen rein. Okay, ich glaube, so reicht das. Und dann hoch. Und dann drehen wir das. Erstmal machen wir das Ding gerade. Haben wir das Ding gerade, können wir das Teil hier auch drehen. Das heißt, wir müssen das so drehen. Okay. Und jetzt nur noch runterlassen. Aber warum geht das nicht ganz runter? Richtig, weil er da hängt. Das heißt, wir müssen das doch wieder hochfahren. Dann lasst der hier ein bisschen rausfahren. Dann wieder runterfahren. Ja, eigentlich andersrum. So. Und jetzt müssen wir das Ganze ein bisschen drehen. Oh, zu weit. So. Jetzt müssen wir das Ganze wieder reinfahren. Oh Gott, das ist aber auch hier kompliziert. Wie macht denn der das so schnell? Ich sehe sie jetzt schon kommen. Marcel, der macht das besser. Lass das lieber Marcel machen. Aber Marcel kann das wirklich besser. Er hat das gleich von Anfang an gut drauf gehabt. Wo ich ihn loben muss. Habe ich jetzt nicht gekonnt. Aber als Meister... Ich wollte gerade sagen, als Meister bin ich ja richtig gut. Als sein Lehrling bin ich doch dann in dieser Situation ganz schön gut, oder nicht? Finde ich, also man soll, Eigenlob stinkt ja, ich weiß. Aber ich finde mich jetzt natürlich auch nicht schlecht. Und wenn wir jetzt da irgendwann drauf kommen sollten und sagen wollten, ja komm, wir laden jetzt hier noch ein paar Leute ein, müssen wir natürlich Aufgaben verteilen. Ich glaube nicht, Marcel lässt seinen Posten hier als bester Baumfäller von Mega The Gaming Community Server. So, jetzt greifen wir den Stumpf da mal.
Okay. Oh Gott, ist das kompliziert. Marcel sagt, so soll das einfacher sein. Okay, so vielleicht ist es einfacher. Hier ist ein Notknopf. Hauptsache hier ist ein Notknopf. So, jetzt habe ich das Holzstück. Das ist aber so ein kleiner Wonneproppen hier, ne? Einfach mal so stumpf. Nehmen wir mal schön hier drauf. Ich vergesse das immer. So muss ich die Maus hochschieben und so muss ich die Maus runterschieben, damit das hochgeht. Versteht ihr, was ich meine? Ganz schön kompliziert. Aber wir haben ihn drauf. Er wird uns vielleicht bei der Fahrt runterfallen, aber Mensch, Meier. So, zack, jetzt geht das hier in richtig schnellen Verfahren. Ich glaube, das ist die langweiligste Situation, die es hier gibt. Aber es ist in unserer Hinsicht, wenn man das selbst macht, also es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man es selbst macht, das ist sicherlich spannend. So, jetzt fahren wir den Arm wieder ganz aus. Krass, wie hoch man das machen kann, ne? Man könnte also so gesehen einer, wenn man eine Leiter hätte, könnte einer hochfahren, da drauf klettern. Okay, krass. Ich muss, glaube ich, nochmal aussteigen und den noch ein Stück weiter zurücksetzen. Den Dings. Aber dann komme ich, glaube ich, nicht mehr. Das Problem ist, das ist ein Gebüsch. Ich gucke mal. Wie weit würde ich zurückkommen? Also hiermit nicht. Ich müsste mich wirklich schon drehen. Das kann ich auch nicht irgendwie anschieben, oder? Ich habe jetzt hier leider auch keinen Flug oder sowas. Aber wir wollen das ja hier nicht so dreckig hinterlassen, weil nachher gibt es Ärger mit dem Chef. Deswegen gehen wir mal hier runter. Gehen ein bisschen nach so. Aha. Ich dachte, ich habe was gegriffen. Da ist ein Baumstamm. Seht ihr den? Den will ich haben. Das heißt, wir öffnen. Wir fahren runter. Wir greifen. Wir fahren hoch. Wir greifen nicht. Wir drehen. Wir fahren ein Stück ran. Fahren runter. Wir öffnen. Fahren runter. Jetzt müssten wir laut meiner Sicht den gegriffen haben. Jetzt fahren wir mal die Sichel zu hier. Und wir haben ihn. Jo. Das war aber auch ein schwerer Moment hier. Zieh das rein. Das ist einfach mal so. So zwei Stümpfe. Und die haben jetzt. Okay. Ja gut, kann ich jetzt nichts mehr dran ändern. Aber wir haben wenigstens einen Stumpf bekommen. Da fällt er uns einfach aus der Lücke raus. Was ist mit denen los? So, eigentlich ist es besser, immer von oben drauf zu gucken, richtig? Richtig. So, jetzt müssen wir uns überlegen. Wir müssen das jetzt hier runterkriegen. Das heißt, wir müssen das drehen. Runter machen. Ist hochfahren. So, das heißt, sie sind jetzt so weit. Was hat er da gemacht? So,